Also an erster Stelle steht mal das Polaritätsgesetz, danach kommt das Resonanzgesetz und dann kommen Gesetze wie das Gesetz des Anfangs, das am Anfang alles liegt, oder das Pars pro Toto Gesetz, das in jedem Teil das Ganze drin ist, wie wir in den Händen und den Füßen nochmal den Mensch abgebildet finden, wie in dem Buch Auf den Spuren der Seele. Und dann gibt es zu den Feldern und Ritualen noch verschiedene Gesetze. Ich meine, es gibt auch die Gesetze der Naturwissenschaft natürlich und so weiter. Aber das Zentrale, Entscheidende ist die Hierarchie, an erster Stelle Polaritätsgesetz und dann das Resonanzgesetz. Es ist dieser Fakt, dass zum Beispiel, was in heißer Liebe beginnt, so häufig in kaltem Hass endet, wenn man nicht gefasst ist aufs Polaritätsgesetz. Dass Friedenspolitiker so häufig durch Gewalt zu Tode kommen. Dass wir so häufig im Gegenteil von dem landen, was wir eigentlich wollen. Effektiv, was schon im Faust gesagt wird. Wenn Mephisto sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Wir sind ja fast immer am Gegenpol, wir wollen das Gute und schaffen dann leider das Böse. Ja, so klassisch jetzt George W. Bush, Ex-Präsident, der wollte den Terrorismus niederkämpfen und hat ihn versechsfacht mit seiner Politik. Eine Krankheit ist immer Ausdruck von Schatten und Schatten entsteht dadurch, dass wir einen Pol missachten. Ja, also die ganze Idee von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, diesem Nachschlagewerk, wo sie dann Tausende, also alle Symptome praktisch finden, beruht ja darauf, Dinge, die wir nicht im Bewusstsein aufgenommen haben, die wir nicht umgesetzt haben, sinken in den Körper und werden auf der Körperbühne sozusagen als Schatten verkörpert, somatisiert. Und die Idee wäre ja bei Krankheit als Symbol, dass ich mich mit diesem Thema, mit diesem Schattenthema auseinandersetze und von daher dann es auch schaffe, heil zu werden. Nicht durch Unterdrückung, sondern durch Integration dieses dunklen Anteils. Und das wäre der spirituelle Weg, dass wir versuchen, die Pole wieder zusammenzubekommen. Das versuchen wir ja partnerschaftlich natürlich schon ständig. Dass wir letztlich wieder in die Einheit zurückkehren. Das ist der christliche Auftrag, der Auftrag natürlich, aber auch der Buddhisten, ist jeder religiöse Auftrag in diese Richtung, dass wir wieder erkennen, dass wir eins mit allem sind. Die Einheit ist natürlich immer da und auch insofern wichtiger als die Polarität. Nur die meisten Menschen haben ja wenig Einheitserfahrung, ab und zu mal ein Gipfelerlebnis, manche gar keins. Für uns ist Zeit und Raum keine Täuschung, sondern die Wirklichkeit in der Polarität. Aber tatsächlich ist natürlich hinter der Polarität, innerhalb der Polarität, über und oberhalb der Polarität immer Einheit. Ja, an sich ist Raum und Zeit, wie die Inder sagen, Teil von Maya, der Welt der Täuschung. Aber wir leben in dieser Welt und da ist an erster Stelle die Polarität und dann erst die Resonanz. Also wir bekommen nur die Krankheitsbilder, mit denen wir in Resonanz sind. Ja, wir kriegen auch in der Regel immer wieder dieselben Themen. Volksmund weiß das ja. Wenn wir das Thema nicht lösen, kommen wir vom Regen in die Traufe. Ja, ob wir den Chef wechseln, den Partner wechseln, ist ganz egal. Wenn wir das Problem, was wir mit demjenigen hatten, nicht gelöst haben, sorgt das Resonanzprinzip dafür, dass wir wieder so einen Chef bekommen, der uns das spiegelt. Wieder so ein Krankheitsbild, was uns dasselbe Thema lernen lässt. Ich habe davon gesprochen, dass man über die Fingerbeeren, die Muster darauf, auch erkennen kann, was das Grundthema des Lebens ist. In diesem Buch Auf den Spuren der Seele habe ich das mit meiner Partnerin Rita Fasel dargestellt, dass sie, wenn sie diese Muster, diese vier Muster, wenn sie lesen können und kann jeder lesen, abzählen, dann finden sie so die Hauptthemen des Lebens, ob das jetzt Dienen ist oder Liebe oder Weisheit, Wissen in diesem Sinne. In der Psychotherapie, also in der Reinkarnationstherapie, die im Heilkundezentrum Johanneskirchen gemacht wird, wird automatisch immer der Hautwiderstand gemessen. Das heißt, der Patient legt seine Hand auf ein Metallstück, das ist eine Elektrode. Und dann können Sie immer die Ladung sehen, die auf einem Gedanken drauf ist. Da müssen Sie nicht, wie bei der Psychoanalyse, habe ich ja auch hunderte von Stunden erlebt, irgendwie da frei rum assoziieren in irgendwelchen Bereichen, die vielleicht gar nicht wichtig sind. Sie arbeiten ständig in dem Bereich, der wichtig ist. Das ist der Witz.